بايرن ميونخ gegner bei Club WM. Al-Ahly, Afrikameister der klare Favorit. Al-Ahly will mit Sicherheit ins Halbfinale einziehen. Heute aus dem historischen Sportplatz erfahren Sie alles dazu. Die Ägypter schielen auf ein mögliches Duell gegen Bayern München im Halbfinale. Zum Auftakt gegen Al-Duhil spielen wir dann erst und dann schauen wir mal, ob wir das schaffen können. Zum sechsten Mal beteiligt Al-Ahly ein Club WM. Im Japan 2006 konnte Al-Ahly den dritten Platz erreichen, auch die Bronzemedaille erzielen. Im 2012 konnte Al-Ahly auch den vierten Platz einnehmen. Die Mannschaft setzte sich gegen Al-Zamalek, den lokalen Rivalen, im Finale CAF Champions League durch. In der Minute 85 konnte Mohamed Magdi Afshar den Titel holen. Mit dem berühmten Tor Kotor auch konnte Al-Ahly das Ticket für Club WM lösen. Bitsumi Tsumani, der südafrikanische Trainer, hat die Verantwortung nach dem Rückantritt von seinem Ex-Schweizerin Trainer Rine Weiler übernommen und konnte allerdings den neunten Titel für Al-Ahli Afrika Champions League Meisterschaft holen. Mit diesem Titel hat Bitsumi Tsumani das Ticket für Club Weltmeisterschaft lösen können. Mahmoud El-Khatib, der Präsident von Al-Ahli Verein, führt die Mission nach Katar, begleitet seine Leute, motiviert die Spieler für Club WM. Mahmoud El-Khatib, einer von den wichtigsten Generationen Al-Ahlis Verein. Mahmoud El-Khatib konnte den Titel auch für sich selbst Afrika-Fußballer im 1983 einholen. Bei einem Testspiel im 2012 in Doha vor ungefähr 8000 Zuschauer FC Bayern München gegen den engagierten ägyptischen Spitzenklub Al-Ahli taten sich die Bayern ein bisschen schwer lange. Al-Ahli konnte sich gut präsentieren. Al-Ahli-Kader umfasste damals eine von den besten Generationen des Vereins, Mohammed Abu Treka, Mohammed Barakat und Hussam Ghali. Von einer voraussichtlichen Begegnung gegen FC Bayern München, Europameister, träumen alle Ägypter. Halbfinale ist Halbfinale. Wir wünschen Al-Ahli-Mannschaft viel Erfolg und drücken denen die Daumen.